Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe jetzt schon mehr als die Hälfte meiner Expedition über das Fretboard hinter mir und beginne langsam mir Gedanken zu machen, wie es wohl weitergehen könnte, wenn ich irgendwann dann alle 5 Caged-Positionen durchgearbeitet habe. Aber noch ist es nicht so weit. 2 Caged-Positionen habe ich noch vor der Brust. Es gibt also noch einiges zu tun und deshalb geht's auch gleich los nach dem kurzen Intro-Video. Mittlerweile ist es weit mehr als ein Jahr her, dass ich meine Reise über das Fretboard mit Hilfe des Cage-Systems begonnen habe. Und damals fing alles an, ihr werdet euch erinnern, mit der Caged C-Position. Und im Bereich dieser 4 Bünde habe ich mir angeschaut, wo die diatonischen Stufenakkorde liegen. Und anschließend, welche Pentatonik hinter dieser Akkordform liegt. Und ich habe ein wenig Improvisieren geübt mit dieser Pentatonik und die dann durchaus auch erweitert zum ein oder anderen Mode. Und nach der C-Form, Caged, C-A-G, kommt die A-Form. Und hier haben wir das gleiche Spielchen gemacht. Wir haben erstmal geschaut, wo liegt im Bereich dieser 4 Binde, wo liegen jetzt hier die diatonischen Stufenakkorde? Und auch hier wieder ausgehend von der Pentatonik hinter dieser Akkordform improvisieren geübt. Dann kam die Caged G-Position. Und auch hier lohnt es sich, die Stufenakkorde zu suchen. Und auch hier natürlich improvisieren geübt, ausgehend von der Pentatonik hinter dieser Akkordform. Und diese erweitert zu den unterschiedlichsten Modes. Ja, und nach der Caged G-Position kommt nun die E-Position. Und wie immer zu Beginn einer neuen Caged-Position geht es darum, welche Akkorderweiterungen sind möglich mit diesem Fingering, sowohl in der Open Position wie auch in jeder anderen Lage auf dem Griffbrett. Wenn du E-Dur in der Open Position über alle Saiten anschlägst, spielst du den Dreiklang in mehreren Umkehrungen übereinander. Du kannst den Akkord mit den ersten 3 Fingern greifen, dann hast du den kleinen Finger frei für Variationen des Dreiklangs. Oder du nimmst den 2., 3. und 4. Finger, hast also den Zeigefinger frei für den Barré-Griff und kannst so den Akkord über das ganze Griffbrett verschieben. Unglücklicherweise ist er als F-Dur im ersten Bund oft der erste Barré-Griff, den Gitarreneinsteiger neu lernen. Also gerade da auf dem Griffbrett, wo er am schwersten zu greifen ist. Auf den tiefen 3 Saiten spielen wir einen Power Chord, also nur den Grundton, die Quinte und den oktavierten Grundton auf der D-Saite, also keine Terz. Dieses Voicing funktioniert in allen Lagen und ist sicher das meistgespielte Fingering für den Power Chord. Mehr dazu gibt es dann im nächsten Video, wo es um die Stufenakkorde in der E-Position gehen wird.
Dort wird's dann auch ein bisschen rockiger zugehen und Powerchords werden vermehrt zum Einsatz kommen. Ausgehend von der A-Seite spielen wir auf den nächsten drei Saiten die Quinte, den Grundton und die Terz. Also der Grundton liegt in der Mitte des Dreiklangs, also haben wir die zweite Umkehrung des E-Dur-Akkords. Ausgehend von der D-Seite steht der Akkord auf den nächsten drei Saiten in Grundstellung. Also Grundton, Terz und Quinte. Dies ist ein Fingersatz, der sich wunderbar in höhere Lagen verschieben lässt und auch im Zusammenklang mit Leerseiten interessante Voicings bietet. Gitarristen sind prinzipiell faul und lieben es, Griffmuster auf dem Griffbrett hin und her zu schieben. Ihr werdet dies in unzähligen Songs finden. Und auch hier lohnt es sich mal, mit ein paar Songstartern einfach mal etwas zu experimentieren. Ein Angebot findet ihr dazu auf meiner Website zum Download. Den Link schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Auf den hohen drei Saiten ist es ein Dreiklang in der ersten Umkehrung, denn der Grundton liegt auf der höchsten Saite. Auch dieses Voicing auf den hohen drei Saiten lässt sich wunderbar auf dem Griffbrett verschieben. Dreiklänge auf unterschiedlichen Saitenpaaren spielen zu können, ist eine ganz großartige Option für die verschiedensten Variationsmöglichkeiten. Ihr findet mehr darüber in meinen Basic-Videos. Die Links schreibe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. So lässt sich E-Dur auf den hohen drei Saiten in der Open Position in der ersten Umkehrung greifen. Wandern wir auf der G-Seite drei Halbtöne bis zur Quinte weiter nach oben, dann finden wir die zweite Umkehrung und die Grundstellung mit dem Grundton im neunten Bund. Auf den mittleren drei Saiten, also der D-, G- und H-Saite, ist E-Dur in der Open Position in der Grundstellung, also Grundton, Terz, Quinte. Wandern wir jetzt auch hier auf der D-Saite zwei Ganztöne nach oben, kommen wir zur ersten Umkehrung und eineinhalb Töne weiter die zweite Umkehrung. Diese möglichen Akkordvariationen im Blick zu haben, ist ausgesprochen hilfreich. Wer darüber mehr erfahren möchte, der findet Infos und Übungen dazu in meinem dritten Basic-Video. Dort könnt ihr auch die Voicings auf den anderen Saitenpaaren finden. Aber nun lasst uns den Akkord ein bisschen variieren und wie immer fange ich mit der Terz an. Wenn ich die Terz um einen halben Ton erhöhe, also aus der großen Terz eine Quarte mache, erhalte ich einen Sus4-Akkord. Das ist ein Fingering, das sowohl in der Open Position wie auch universell als Barré in allen Lagen ganz gut funktioniert. Schwieriger wird es, wenn ich den Sus2-Akkord, also den Sus2-Akkord spielen will. Dazu muss ich meine Terz um einen ganzen Ton erniedrigen. Da aber schon bei einem halben Ton die Leerseite erreicht ist, geht es mit diesem Fingersatz so nicht mehr. Ich finde aber den Ton, das wäre in dem Fall hier das Fis, nochmal auf der hohen E-Seite im zweiten Bund. So kann ich meinen Sus2-Akkord auch spielen. Ich muss allerdings darauf achten, dass die G-Seite, das wäre nämlich die kleine Terz, nicht mitklingt. Die muss ich muten und das kann ich machen, indem ich den Ringfinger ein bisschen schräg halte, sodass die Saite einfach nicht mitklingt.
Also auf diese Art und Weise lässt sich auch ein Sus2, ein Sus2-Akkord eigentlich ganz komfortabel greifen. Wenn ich meine Terz nur um einen halben Ton erniedrige, also die leere G-Saite mitklingen lasse, dann spiele ich einen Mollakkord. In der Open Position einer der Akkorde, die sich am leichtesten greifen lassen. Auch dieser Fingersatz lässt sich wunderbar als Barré auch in allen anderen Lagen spielen. Um einen Moll-7-Akkord zu spielen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann das D entweder auf der H-Saite im dritten Bund greifen oder die kleine Septime auch auf der D-Saite spielen, indem ich sie einfach leer mitklingen lasse, oder beides kombinieren. Ein tolles Voicing erklingt, wenn ich den Grundton auf der D-Saite um einen Ton erhöhe. Also statt dem Grundton die Sekunde spiele, was in dem Fall die None wäre, weil die Terz ja im Akkord vorhanden ist. Der Akkord klingt mit und ohne hoher E-Saite. Ganz ausgesprochen spannend, wie ich finde. Den Major 7 in der E-Form erhalten wir, wenn wir den Grundton auf der D-Saite um einen Bund erniedrigen. Die hohe E-Saite sollte dabei für meinen Geschmack nicht mitklingen. Eine weitere große Septime befindet sich auf der H-Saite im vierten Bund. Der Fingersatz dafür ist deutlich anspruchsvoller und lässt sich für mich nur mit einem kleinen Barré auf der D- und G-Saite greifen. Beim Verschieben verliert man allerdings den Grundton auf der tiefen E-Saite. Der müsste dann von einem anderen Instrument mit übernommen werden. Auf der H-Saite im zweiten Bund finden wir die sechste. Zum Schluss noch der Et9 in Dur und Moll. Die None ist ja identisch mit der Sekunde. Und vorhin habe ich gesagt, dass ein Akkord mit einer Sekunde Sus2-Akkord heißt. Was auch korrekt ist, wenn die Sekunde die Terz ersetzt. Wenn aber neben der Sekunde auch doch die Terz im Akkord vorhanden ist, dann spricht man nicht von einer Sekunde, sondern von der None. Und der Akkord heißt dann Et9, wenn er aus Grundton, Terz, Quinte und None besteht. Käme noch die kleine Septime mit hinzu, würde man das Et weglassen und ihn nur als Nein-Akkord bezeichnen. Das Fingering dafür ist ein bisschen tricky. Für den Dur Et9 fehlt uns im Prinzip ein Finger. Ich kann mir damit helfen, dass ich entweder den Akkord nur auf den hohen vier Saiten spiele. Im Falle von E habe ich ja den Grundton auf der leeren E-Saite. Die kann ich also auch mitklingen lassen. Die A-Saite muss ich dämpfen, wenn ich den Akkord anschlagen will, über alle Saiten. Oder ich greife die A-Saite im zweiten Bund, das wäre dann die Quinte, und dämpfe den Grundton auf der D-Saite. Das würde auch funktionieren.
Beim Mollakkord ist das ein bisschen einfacher, weil die kleine Terz hier ja die leere G-Saite ist. Das heißt, den kann ich relativ leicht über alle Saiten anschlagen. Am Schluss möchte ich euch noch zeigen, wie ihr einen E-Power-Chord über alle 6 Saiten anschlagen könnt. Also mit richtig viel Wumms. Wir greifen dazu auf der G-Saite im 4. Bund die Quinte. Wir haben auf der tiefen E-Saite ja den Grundton. Wir haben die Quinte auf der A-Saite im 2. Bund. Wir haben den Grundton, den Oktavierten, auf der D-Saite im 2. Bund. Diese beiden Saiten, A und D, müsst ihr mit so einem kleinen Mini-Knick-Barré greifen. Dann kommt die Quinte auf der G-Saite, die leere H-Saite mit der Quinte und die hohe E-Saite mit dem Grundton. Also nur Grundtöne und Quinten über alle 6 Saiten. Und das ist auch eine wunderbare Überleitung für mein nächstes Video, denn dort wird es um die Stufenakkorde in der Caged E-Position gehen. Und was ich mir da ausdenken werde an Begleitstücken, wird doch ziemlich Powerchord-lastig werden. So ist zumindest der Plan. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines positives Feedback geben würdet. Wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt und ich hätte euch wieder gern dabei, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie immer. Ihr könnt meinen YouTube-Kanal abonnieren, ihr könnt meine Facebook-Seite abonnieren, ihr könnt mir auf Instagram folgen oder ihr schaut immer wieder mal auf meiner Website vorbei, www.b-musical.de. Von dort könnt ihr übrigens auch alle Griffdiagramme und sofern vorhanden auch Backing-Tracks, die ich in meinen Videos verwende, frei downloaden. Also, es wäre toll, wenn ihr wieder dabei wärt beim nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf und be musical.